Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 31. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Bevor ich beginne, möchte ich mein Angebot nochmal letztes Mal ankündigen. Das gilt bis 31. Dezember 2018 und das beinhaltet zwei Aufnahmen. Einmal eine Videoberatung, eine Geburtshoroskop-Analyse und die zweite Aufnahme ist ein Jahreshoroskop für die Jahre 2019. Und mein Honorar beträgt bei diesem Angebot jetzt für die beiden Videos insgesamt 25 Euro. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder nach indischer Astrologie oder nach chinesischer Astrologie. Es ist ab sofort buchbar, entweder über E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com oder über WhatsApp. Die Nummer befindet sich unten in Infobox. Zweite Information ist, ich habe meinen neuen Kanal eröffnet in die Tagen und das heißt fernöstliches Liebesorakel. Das sind Legungen, das sind I Ching, dann kommt noch chinesische Astrologie und Bambusorakel, das ist ein Tempelorakel und das kommt täglich. Seid ihr herzlich willkommen in meinem neuen Kanal, fernöstliches Liebesorakel. Und jetzt zu diesem Bild, das zeigt die 12 Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich zeigt sich die Persönlichkeit, die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Auch das Aussehen, das Auftreten. In diesem Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Steinbock, aber Steinbock übergeht auch auf dem 12. Lebensbereich. Das heißt, Steinbock hat auf beiden Lebensbereich einen Einfluss und dominiert den ersten Lebensbereich. Der zweite Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann und diesem Lebensbereich ist die Werte, Wertschätzung und auch die Finanzen. Wassermann hat aber einen Einfluss noch auf den ersten Lebensbereich. Natürlich bedeutet das für die Wassermann-Geborenen wahrgenommen zu werden, Anerkennung zu bekommen und auf den Finanzen kümmern. Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Widder und die Widder hat auch in den zweiten Lebensbereich auch einen Einfluss im Grenzbereich. Die zweite, dritte Lebensbereich, hier geht es um Werte und Finanzen und hier bei dritten Lebensbereich Schulungen, Kontakte, Verbindungen, Internetkontakte, aber auch die Verbindungen mit Verwandten und Nachbarn und Bekannten in Vertrauen, vertrauten Umgebung, diese Bewegung. Die Tierkreiszeichen Fische ist eingeschlossen im zweiten Lebensbereich. Und die Fischengeborenen haben zurzeit das Gefühl, entweder bekommen sie zu wenig Anerkennung momentan oder haben das Gefühl, im Finanzen verbessert sich momentan nichts. Das ist wie eingefroren, bewegt sich nichts. Der vierte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier und die Stier hat auch in den dritten Lebensbereich auch einen Einfluss. Hier liegt die Wohnsituation, unserem eigenen vier Wänden. Der fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge und der sechste Lebensbereich auch. Beides hier steht im Einfluss auf dem Tierkreiszeichen Zwillinge.
Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Krebs und hat noch einen Einfluss auf den sechsten Lebensbereich auch. Hier liegt die Partnerschaft bei sechsten Lebensbereich Arbeit und Gesundheit. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Löwe und die Löwe hat noch auf die Partnerschaft auch noch einen Einfluss. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Waage und die Waage hat auch auf dem achten Lebensbereich auch einen Einfluss. Hier bei achten Lebensbereich handelt es sich um Transformation, bedeutet auch Sexualität, auch rechtlichen Lagen, ämtlichen Situationen, vielen Themen sind im achten Lebensbereich und bei neunten Lebensbereich handelt es sich um Reisen, Ausland, Auslandskontakte, eine höhere Bildung und Spiritualität, religiösen Themen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau ist hier eingeschlossen im achten Lebensbereich. Und das bedeutet für die Jungfrau geboren, es ist jetzt gerade schwierig, etwas loslassen und die Neigung ist da, etwas festzuhalten. Und wenn das um ämtliche Themen handelt, wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, geht nichts voran momentan. Oder wenn das um eine erbschaftliche Sache geht, da ist schwierig zum Einigen. Man fühlt sich wie eingeengt und die Hände sind gebunden. Die zehnte Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion und hat noch einen Einfluss auf den neunten Lebensbereich, das heißt Berufung und Ausland oder Spiritualität, religiösen Themen. Die elfte und zwölfte Lebensbereich wirkt die Tierkreiszeichen Schütze. Elfte Lebensbereich liegen die Hoffnungen, Wünsche und auch die sozialen Kontakte. Im zwölften Lebensbereich liegen die Geheimnisse, karmischen Themen, die Ursache, die Erkrankungen und auch die geheime Feinde. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier im ersten Lebensbereich ist es logisch, weil ich rechne dieses Horoskop in die Zeitpunkt, die Sonnenaufgang, also Sonne ist immer hier in diesem Platz, weil naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang und immer die Beginn zählt. Egal was wir vorhaben, ist wichtig, diese Energie zu verstehen, mit welchem Energie, auf welchem kosmischen Energie starten wir etwas und den Tag starten wir mit Sonnenaufgang. Und so ergibt sich dieses Bild. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion im neunten Lebensbereich. Natürlich übergeht in zehnten Lebensbereich, weil Mond bewegt sich relativ schnell. Also diese beiden Lebensbereich wird aktiviert durch die Mondenergie. Und das bedeutet Bildung, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, Spiritualität, religiösen Themen und die Suche nach Berufung oder kleinere Veränderungen in beruflichen Situationen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen. Und das bedeutet geheime Verhandlungen, geheime Gespräche, geheimen Verträgen. Bedeutet auch, dass unseren geheimen Feinden schwätzen etwas hinter unserem Rücken. Oder jemand erzählt ihren Geheimnisse oder ihr selbst habt ihr Themen und es wäre besser, das im Geheimen halten und lieber schweigen. Venus befindet sich in Skorpion im 10. Lebensbereich, hat einen Einfluss auf den Ansehen, Anerkennung und das, was die Damen gerade erleben, aber bedeutet auch Unterstützung von einer weiblichen Person bezüglich auf die Arbeit, zeigt auch Kreativität oder Selbstständigkeit, die Suche nach die Berufung. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen,
eingeschlossen im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet besonders für die männlichen Personen, dass sie mit ihren Werten gar nicht bewusst sind und haben finanzielle Themen. Energetisch hängt das zusammen. Liegt aber die Glückspunkt dabei und das bedeutet, das kommt eine gute Ausgang. Also es gibt eine Lösung, so schlimm ist es nicht, wie die männlichen Personen gerade das erleben. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf unsere Finanzen. Und da ist wie eingeschränkt alles momentan. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze im 11. Lebensbereich und da dehnt sich etwas aus im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder in ein Verein oder in Partei, dass das mehr Aktivität kommt und wird sich eingesetzt auf dem Gerechtigkeit. Oder wird etwas gegründet und durch den Jupiter-Einfluss wird die rechtliche Lage geklärt. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock im ersten Lebensbereich und es ist wichtig, die Persönlichkeit in Ausdruck bringen, dass wir Anerkennung bekommen. Uranus befindet sich in den Tierkreiszeichen Widder. Uranus ist rückläufig. Und das ist im dritten Lebensbereich. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit, etwas kehrt wieder zurück. Bedeutet auch, wenn wir die Kontakte suchen, dass es etwas gebremst ist. Aber Uranus zeigt auf jeden Fall Umbrüche und Veränderungen. Und ab 7. Januar wird dann direktläufig und ändert sich die Richtung. Dann kommen Neuigkeiten. Besonders bei den Wiedergeborenen. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Das sind gerade Enttäuschungen bezüglich auf die Wertschätzung und auf den Finanzen und das erleben sie die Fischengeborenen, besonders die männlichen Personen. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, auch im ersten Lebensbereich. Das heißt, die Persönlichkeit ist sehr wichtig, diese Macht zu zeigen, dieses selbstbewusste Auftreten, besonders bei Steinbock-Geborenen. Welche Einflüsse haben wir? Der Mond hat einen Einfluss von Bärenhüter. Mond nimmt diese Energie auf und reflektiert uns weiter. Und das beeinflusst unsere heutige Tagesenergie und das bedeutet, beschützt zu werden, behütet zu werden. Entweder haben wir diesen Einfluss und bekommen wir diesen Schutz oder wir beschützen jemanden und wir haben auch dieses Bedürfnis gerade, behütet zu werden. Diesem Sternbild der Bärenhüter bewacht, behütet den großen Bär und den kleinen Bär. Diese beiden Stammbilder ist ganz leicht zum Erkennen im Himmel. Man nennt auch großen Wagen und kleinen Wagen. Und hier im kleinen Wagen befindet sich der Nordpol. Der große Wagen ist Kallisto, die Mutter. Und den kleinen Wagen ist der kleine Bär und das ist nichts anderes als Arkas. Und ich erzähle die Geschichte dazu. Aber erstmal möchte ich die Bärenhüter auch hier im Bild auch einordnen. Er hieß früher Ikarus, wurde bei einer Jagd getötet, aber wurde von Zeus im Himmel gesetzt. Das ist Ikarus. Wurde später der Bärenhüter und das ist hier der kleine, in diesem kleinen Bild ist zum Erkennen. Und jetzt die Geschichte über Kallisto und Arkas. Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Kallisto. Und Kallisto wurde schwanger und
gebar einen Sohn und er hieß Arkas. Hera war die Ehefrau von Zeus und hat davon erfahren und bestrafte Kallisto, verwandelte sie in einen großen Bär und vertrieb im Wald. Der Sohn Arkas wurde größer und später ging auf dem Jagd und begegnete im Wald mit seinen eigenen Mutter. Er wusste aber nicht, dass dieser große Bär seine eigene Mutter ist und wurde so verwandelt. Aber Kallisto erkannte ihr Sohn. Und Kallisto wollte ihn ganz liebevoll umarmen. Und Arkas ahnte nicht und wollte diesen Bär töten. Und im letzten Moment kam Zeus als Rettung und rettete den beiden und setzte beide im Himmel. Und so ist für uns sichtbar der große Bär oder der große Wagen und ihr Sohn Arkas, der kleine Bär oder kleinen Wagen. Und dieser Bärenhüter bewacht und hütet den beiden Bären, hat auch zwei Jagdhunde auch. Und diese Geschichte hat einen Einfluss durch die Mondenergie auf unserem heutigen Tag. Jetzt die Verbindungen. Saturn und Sonne steht in einer Konjunktion. Das bedeutet, sie treffen sich in Tierkreis Zeichen Steinbock und wirken gemeinsam. Und das bedeutet, unserem Selbst auch mal ernst nehmen und Respekt verlangen. Dann bedeutet auch die Wahrheit suchen, die Wahrheit ins Licht zu bringen und dass wir unsere Einschränkungen überwinden können und all das, was wir vorhaben und auch unsere Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Saturn und Sonne steht in einer sehr schönen Verbindung zu Neptun und das bedeutet die Kreativität, diese schöpferische Kraft, die Visionen, die Träume und Visionen. Und weil Neptun hier auf dem ersten Lebensbereich wirkt und Neptun hat einen Einfluss auf unsere Träume, natürlich ist es wichtig, jetzt auf unsere Traumbilder auch achten. Chiron steht in einer Verbindung zum Mars in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, zeigt, wo weh tut, zeigt Situationen, was kränkt, hat mit Krankheiten auch was zu tun, aber bringt die Heilung. Und besonders die männlichen Personen sollen genau hinschauen, was weh tut. Und hier handelt es sich um Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, aber auch die Finanzen, das mal Heilung bringen, in Ordnung bringen. Mond steht in einer Quinkungsverbindung zum Mars und das bedeutet eine gewisse Unsicherheit und diese Unsicherheit verspüren die männlichen Personen, wo sich Frage stellen, soll ich nicht, ich fühle mich so eingeschränkt momentan, ich weiß nicht, wie ich meine Entscheidungen treffen soll. Und das ist jetzt gerade eine Herausforderung. Venus hat eine schöne Verbindung zum Pluto, Pluto-Venus-Verbindung. Und das bedeutet für die weiblichen Personen, sie spüren ihre inneren Kraft, bringen sie auch im Ausdruck. Sie sind mit ihren Werten bewusst und das zeigen sie auch. Das ist ein gewisser Glanz, was hier Pluto auslöst. Natürlich, Pluto hat mit Sexualenergie auch etwas zu tun und die Damen sind das bewusst, diese erotische Anziehungskraft, was sie gerade ausstrahlen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.